Hallo, ihr meine lieben Freunde. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass wir unseren Abend heute wieder gestalten können nach einer Woche Pause. Hatte ein schönes Wochenende im Ausland und war es wieder sehr segensreich, ein Seminar zu gestalten über biblische Prophetie. Es ging diesmal auch um die sieben Siegel. Und es ist schön, wenn man viele Leute hat, die ein offenes Ohr für ein gutes prophetisches Wort haben. Ja, heute wollen wir gemeinsam wieder unser Thema fortsetzen. Wie immer habt ihr den Titel offensichtlich sicherlich beobachtet und angesehen. Es geht heute um eine Fortsetzung unserer Thematik über die Trinitätsfrage. Und zwar werden wir uns etwas mit weiteren Hintergründen einer falschen Trinitätslehre beschäftigen, die sich durch Jahrhunderte hindurch ins Christentum eingeschlichen hat und eigentlich große Katastrophen ausgelöst hat, was die Glaubensentwicklungen betrifft und was die ganze christliche Geschichte eigentlich betroffen hat. Wir das letzte Mal dabei waren, nicht in diesen ganzen historischen Auseinandersetzungen etwas hineinzuschauen, die großen Christenverfolgungen im Römischen Reich, im Judentum und so weiter, haben wir uns etwas angesehen. Und ich bin inzwischen, habe inzwischen noch einmal interessante Informationen bekommen von einem jüdischen Rabbi, und der hat mich da wieder ja, dazu bewegt, dieses Thema heute noch etwas zu erweitern in Bezug auf Hintergründe, die sich im Judentum abgespielt haben und sich abspielen gegenwärtig noch. Und ich komme einfach drauf, und es ist sehr bemerkenswert, dass seit ich mich jetzt mit diesem Thema in diesen Sendungen tiefer und mehr beschäftigt habe, dass ich da immer wieder neue Informationen erhalte, die ich eigentlich so in dieser Form noch nie gehabt habe. Es geht heute eben um auch theologische und praktische Auswirkungen einer unbiblischen Engellehre, und das ist sehr bemerkenswert, und das möchte ich heute in diesem Thema noch einmal deutlicher machen, noch deutlicher machen, dass eine eigenartige Entwicklung in der jüdischen Engellehre vor Christus im Judentum und dann auch später im Christentum zu einem großen Konflikt über diese ganze Lehre der Trinität, des Gottesbildes, des biblischen Gottesbildes sich ereignet hat. Und dass es sehr wirklich bemerkenswert ist, was sich da im Hintergrund abgespielt hat. Es geht wir werden uns heute noch einmal mit ganz bestimmten Vorstellungen auseinandersetzen, betreff des Engelfürsten Michael, der uns in der Bibel im Alten Testament als dieser Engelfürst dargestellt wird, über den Engel des Herrn und über diese Idee der Erzengel, die im Judentum große Probleme gebracht haben in der Annahme Jesu, als er auf diese Erde kam, und letztendlich später dann auch im Christentum zu einer Verirrung im Gottesbild und besonders in diesem trinitarischen Gottesbild geführt haben. Das wird so unser Thema sein heute. Ich möchte euch wieder mit einigen interessanten Informationen ja, vertraut machen, die dieses Thema helfen, besser zu verstehen von seinen Hintergründen her. Wir wollen Gott bitten, dass er uns wieder leitet in diesem Thema, und ich darf euch zu einem Gebet einladen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diesen Abend, den du uns wieder schenkst. Danke, dass du uns die Möglichkeit schenkst, tiefer in dein Wort hineinzugehen, Zusammenhänge zu erkennen, die uns bisher verborgen gewesen sind oder auf die wir gar nicht so richtig geachtet haben. Du möchtest uns immer wieder in unseren Einsichten weiterführen und auch helfen, dass wir dadurch auch anderen Menschen helfen können, das besser zu verstehen, was du uns über dich selbst, Herr Jesus,
über die himmlische Welt offenbart hast und über den Plan, den du mit dieser Welt hattest und bisher auch verfolgt hast. Es ist Satan gelungen, viel Irrtum in diese Welt zu setzen. Schon damals, bevor du in diese Welt kamst, als du auf dieser Erde warst, Herr Jesus, und auch danach bis heute. Hilf, dass wir die Zusammenhänge richtig verstehen und leite uns heute auch in diesem Thema, weil es ein wichtiges Thema ist, das uns näher zu dir bringen sollte und mehr verstehen lassen möchte, was wir als Christen über dich glauben wollten und auch verkündigen wollten. Segne uns in diesem Sinne und lass deinen Heiligen Geist in unserer Mitte sein und uns in alle Wahrheit leiten. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich möchte wie traditionell, wie gewohnt, mit einer grundsätzlichen Frage in unser Thema einsteigen. Und zwar habe ich mir die Frage so notiert: Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Problem, das die Juden mit Jesus damals hatten und heute noch haben, und dem Problem, das die frühen Christen mit Jesus bekamen und auch bis heute noch haben? Man kann das in zwei Sätzen sagen. Bei den Juden war es damals das Problem, dass es eben für sie nur eine Person der Gottheit gibt. Es gibt nur einen Gott und der besteht nicht in drei Personen, sondern in einer Person. Und es gibt da in diesem Zusammenhang natürlich dann auch im Judentum keinen Sohn Gottes. Gott hat keinen Sohn. Und das war die grundsätzliche Auseinandersetzung, wie wir in den vergangenen Abenden schon gesehen haben, zwischen Juden und damals auch Christus und dann später auch mit den Christen, mit den Jüngern, die gerade wegen dieser Frage dann auch in den Konflikt der Juden gerieten und letztendlich die Verfolgung, die dann stattgefunden hat, aus diesem Thema heraus entstanden ist. Welches Problem haben nun Christen nach der Auferstehung Jesu und nach der Himmelfahrt Jesu in den ersten Jahrhunderten und bis heute immer wieder mit Jesus gehabt? Bei Christen geht es nicht um die Frage, ob Gott, natürlich geht es auch um die Frage, ob Gott nur in einer Person existiert ist, aber das Christentum zeichnet sich darin aus oder ist sich darin einig, dass Gott in drei Personen existiert, aber was diese drei Personen darstellen, wie man sie zu verstehen hat, darüber gibt es eben die grundsätzliche Auseinandersetzung. Ob Gott in wirklichen drei buchstäblichen Personen existiert, die so nebeneinander existieren und gleichzeitig existieren von Ewigkeit her, und ob Jesus entweder ein von Gott geschaffener Sohn Gottes ist oder ein gezeugter Sohn oder eben die zweite Person von Ewigkeit her mit Gott gleich existent. Und erstaunlich ist, und das ist für mich eine neue Entdeckung, die ich hier mache, mehr und mehr, erstaunlich ist, dass dieser Konflikt sowohl damals im Judentum, dass sie mit diesem unitarischen Gott ein Problem hatten oder mit der zweiten Person, mit Jesu, das Problem hatten, weil es für sie nur diesen einen Gott gibt, dass hinter allem und auch in dieser christlichen Problematik, die wir mit Jesus haben, gezeugt oder geschaffener Sohn, dass die Hintergründe dieser Trinitätsproblematik eigentlich in falschen Vorstellungen von Engeln und Erzengeln und von Michael und dem Engel des Herrn zu finden sind. Dass das eine große Rolle gespielt hat, das wird mir immer mehr bewusst, welche tiefgehende Rolle dieses Konzept gespielt hat. Es gibt also hier sehr bemerkenswerte Zusammenhänge. Das heißt, die unbiblische Deutung Michaels, des Erzengels im Alten Testament und des Engels des Herrn im Alten Testament, wie auch die Vorstellungen von den sieben oder mehreren Erzengeln führten, wie wir es letzte Mal ausgeführt haben, schon bei den Juden zur Verwerfung Jesu als Sohn Gottes, als zweite Person Gottes, und letztendlich hat das zur Kreuzigung Jesus geführt.
die Übernahme solcher falschen Vorstellungen schon, die sich im Judentum entwickelt haben, und das möchte ich heute noch einmal deutlich machen und ergänzen, führte nach Christus, in dieser nachchristlichen Zeit, im frühen Judentum, zu der falschen oder sehr problematischen und strittigen Trinitätslehre und zu einer falschen Sicht über die Gottheit Jesu vor allen Dingen. Und weiter, wenn wir das dann weiterverfolgen werden, werden wir auch merken, dass diese im Hintergrund diese falsche Engelslehre auch zu einem unkorrekten Sündenfallverständnis geführt hat und dadurch auch zu unkorrekten und problematischen Erlösungsverständnissen geführt hat in der Kirchengeschichte. Ich habe jetzt letzte Woche überraschend, das war ein Tag, nachdem wir unsere Sendung gehabt haben, habe ich überraschend ein E-Mail bekommen, und zwar von der Wiener Kultusgemeinde, wo ich ja vor einigen Wochen schon ein Mail an den Oberrabbiner Eisenberg gesandt habe, mit der Bitte, er möge mir doch eine nähere Erklärung über diesen Engel des Herrn, über Michael geben. Ich habe ja am Telefon mit ihm gesprochen, habe euch darüber informiert, und ich habe jetzt nicht mehr gehofft oder fast nicht mehr die Hoffnung schon aufgegeben gehabt, dass ich da noch eine Antwort bekomme. Und jetzt habe ich aber trotzdem eine Antwort bekommen, und zwar nicht direkt vom Oberrabbiner Eisenberg, sondern von einem Magister Rabbi Shlomo Eliezer, der ebenfalls in der Kultusgemeinde in Wien arbeitet und offensichtlich auch an der Universität für Judaistik unterrichtet. Und er hat mir ein E-Mail geschickt, das für mich wieder sehr interessant war, und ich möchte euch da gleich einleitend und jetzt im ersten Teil unseres Abends darüber informieren. Er schrieb mir unter anderem, hat mir ganz konkret auf einige Fragen geantwortet, noch nicht alle, und wir sind da weiter im Kontakt, ich habe heute gerade noch mit ihm telefoniert. Und ich werde euch dann erklären, was sich hier abspielt und was ich hier erfahren habe. Er schreibt in diesem E-Mail zum Beispiel in Bezug auf diese Geschichte von Abraham und den Besuch, den Abraham in 1. Mose 18 bekommen hat, von diesen drei Männern, die da plötzlich mitten am Tag, als es heiß war und Abraham im Zelt saß oder vor dem Zelt saß und dieser Besuch mit diesen drei Männern gekommen ist, und wo in der Bibel drinnen steht gleich, dass der Herr dem Abraham dort erschienen ist, Jahwe. Und ich habe in meinen E-Mail auch auf diese Geschichte angesprochen und habe gebeten, ob sie mir sagen können, wer diese drei Männer sind und wie das dort interpretiert wird, wenn dort steht, dass Jahwe dort dem Abraham erschienen ist. Für uns als Christen natürlich Jesus. Und er hat mir jetzt geschrieben und sagt, im Allgemeinen kann ich Ihnen sagen, dass es sich zum Beispiel bei den Engeln, die dem Abraham vor seinem Zelt erschienen sind, um Michael, Gabriel und Raphael handelte. Also so konkret hat er mir das im E-Mail formuliert. Um Michael, Gabriel und Raphael. Das heißt, wenn ihr 1. Mose 18 aufschlagt, noch einmal diese Geschichte, und es ist ja sehr bemerkenswert, mache ich gleich darauf aufmerksam, dass diese Geschichte auch eine sehr kritische und eine sehr wichtige Geschichte auch im Umgang mit Zeugen Jehovas ist, weil wir ja auch mit dieser Geschichte versuchen können, Zeugen Jehovas verständlich zu machen, dass Jesus Gott ist und dass Jesus hier in dieser Person des Jahwe, dem Abraham, erschienen ist. Aber das, was ich jetzt von den Juden gehört habe, das ist sehr bemerkenswert. Das ist im Grunde genommen fast die geht in dieselbe Richtung wie das, was die Zeugen Jehova darüber sagen. Und ohne dass sie hier besonders Namen nennen. Aber was mich hier erstaunt hat, waren eben diese drei Namen, die hier erwähnt worden ist: Michael, Gabriel und Raphael. Ich habe das letzte Mal schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich da im Internet Informationen gefunden habe, wo nur von Gabriel und Raphael war, die da nach Sodom kamen, diese zwei Engel, um Sodom zu zerstören. Ja? Jetzt habe ich hier diese Information, dass also es drei Engel waren und davon einer der Michael.
Jetzt nach unserem Verständnis als Adventisten und als, ja, nicht sehr weit, also manche Christen sehen das ja auch so, aber der Großteil eben nicht. Aber wir sehen ja in Michael eben Jesus. Und das würde jetzt, wenn dieser Rabbi hier sagt, dass hier auch Michael mit Gabriel erschienen ist, für uns würde das bedeuten, da ist dann jetzt doch Jesus erschienen. Aber natürlich für den jüdischen Rabbi war das natürlich nicht der Fall. Für ihn ist Michael eben einer dieser Erzengel. Und heute am Telefon hat er mir noch gesagt, dass das Judentum eigentlich keine Hierarchie in den Engeln sieht. Alle Engel sind auf gleicher Ebene. Alle Engel sind von Gott gesandte Boten. Es gibt nur unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. So hat er mir das erklärt. Also wir haben eine Viertelstunde miteinander geredet. Das war ein sehr nettes Gespräch. Und er ist dabei, sich jetzt über diese Themen und über diese Fragen, die ich gestellt habe, Gedanken zu machen, hat mir gesagt, wissen Sie, ich möchte Ihnen da keine vorschnellen Antworten geben, möchte auch Ihnen keine falschen Antworten geben, ich möchte mir da Zeit lassen und ich bin dabei, an diesem Thema zu arbeiten. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich mich freue und dass er sich wirklich die Zeit nehmen soll. Als ich ihm nämlich aufmerksam gemacht habe, hier in diesem Kapitel, auf das habe ich gleich heute am Telefon angesprochen, dass doch hier steht, dass hier der Herr dem Abraham erschien und da steht im Hebräischen Yahweh. Und dann, wenn man das ganze Kapitel durchliest, habe ich ihn versucht aufmerksam zu machen, hat man schon den Eindruck, dass Abraham hier mit Jahwe spricht und Jahwe einer dieser drei Leute waren, die da sind. Ja, hat er gesagt, also das ist eine sehr schwere Sache und er möchte sich dieses Kapitel noch genauer anschauen. Wer da jetzt spricht, geht es hier nur um eine Vision oder spricht Abraham einfach so mit Gott irgendwie? Jedenfalls, diese drei Männer waren ganz sicher Engel, die da gekommen sind. Eben, und er nennt sie mit Namen Michael und Gabriel und Raphael. Und dann schreibt er weiter in diesem Text und sagt, Michael kündigte Abraham und Sarah die Geburt ihres Sohnes Isaaks an. Also das ist auch das, was wir jetzt sehen würden. Michael wäre jetzt Jesus, er kündigt tatsächlich den Abraham die Geburt an, aber für den Rabbi ist Michael eben einer der besonderen Engel, ja, die da ausgesandt sind und diese Information gebracht hat. Dann sagt er weiter, Gabriel kam, um Sodom zu zerstören und Raphael, um Abrahams Neffen Lot zu retten. Also da hat jeder dieser drei, und das wollte er jetzt auch betonen, eine besondere Aufgabe, die ihnen zugestimmt war. Und da habe ich mir die Frage gestellt, stimmt das? Und ich habe da auch ein bisschen rückgefragt, ich habe nicht ihn gleich von etwas anderem überzeugen wollen, sondern ich wollte, dass er wirklich sich die Zeit nimmt und das durchgeht. Und er hat mir das auch versprochen, dass es für ihn diese Geschichte auch interessant ist und er ist gerade dabei, wirklich sich das genauer anzuschauen. Aber jetzt für uns. War es wirklich Michael, Gabriel und Raphael? Tatsache ist, dass wir in diesem Kapitel, wie es euch bewusst ist, kein Name genannt wird, dieser drei Engelnamen, die da angegeben werden. Der einzige Name, der hier erscheint, ist Jahwe. Also es ist weder Michael noch Gabriel angesprochen, was aber nicht bedeutet, dass es nicht Michael und Gabriel gewesen sein könnte. Gabriel ist ja der Engel, der im Alten Testament immer wieder auch in der Nähe Jesu erscheint, auch im Daniel kommt ja der Gabriel vor, wo auch Jesus bei den Offenbarungen des Daniels im Spiel ist, besonders in Kapitel 12 haben wir dort zwei Engel, einer auf der einen Seite vom Fluss und der andere auf der anderen Seite vom Fluss und über den Fluss einer, der da diesen Schwur abgibt, dass es nur mehr eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sein soll. Und wenn man dieses Kapitel dort studiert, wird man merken, dass Jesus dort als der beschrieben wird, der über den Wassern steht und da waren zwei Engel, einer links und einer rechts am Fluss. Und diese zwei Engel, die erscheinen uns immer wieder. Auch als Jesus aus dem Grabe herausgekommen ist, nach seiner Auferstehung, waren zwei Engel in Weiß gekleidet da. Oder als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, waren plötzlich in der Apostelgeschichte, könnt ihr nachlesen, da waren plötzlich zwei Männer in Weiß gekleidet. Als Jesus da aufgefahren ist und die dann die Jünger beruhigt haben und hat gesagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr gen Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen.
Also es ist schon sehr bemerkenswert, dass immer wieder zwei Engel auftauchen und hier ebenfalls bei Lot und also in dieser Geschichte von 1. Mose 18 und 19 erscheint für uns Christus mit zwei Engeln. Aber genannt wird hier keiner mit Namen, aber einer davon kann durchaus der Gabriel gewesen sein. Woher hat aber das Judentum plötzlich den Raphael? Denn der Raphael kommt jetzt in der ganzen Bibel nicht vor. Diese Frage habe ich dem Rabbi heute noch nicht stellen wollen und noch nicht gestellt. Aber ich habe eine Information gefunden, zum Beispiel in dieser Bibel, Entschuldigung, muss ich jetzt so, ja, stimmt schon. Die Bibel, die Einheitsübersetzung. Und wenn ihr eine Bibel habt, wo die Apokryphen drinnen sind, dann könnt ihr dort das Buch Judith suchen. Und das ist ein alttestamentliches apokryphes Buch. Das datiert man also tatsächlich in die Zeit vor Christus. Etwa 150, 200 vor Christus sind ja diese alttestamentlichen Apokryphen geschrieben worden. Und das ist sehr bemerkenswert. Hier in Tobit, im Kapitel 12, Vers 15, könnt ihr einen Text lesen in einer sehr interessanten Geschichte. Da kommen diese verschiedenen Erzengel und Engeln vor. Und da heißt es hier, bei einer gewissen Begegnung, die hier stattfindet, bei einer Frau, einer Gläubigen, die hier beschrieben wird. Und da stellt sich dieser Engel vor und sagt, ich bin Raphael, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten. Also hier habt ihr im alttestamentlicher apokrypher Literatur, die also schon ein, zwei Jahrhunderte vor Jesus geschrieben wurde, einen Hinweis auf einen Namen Gabriel, und wir haben ja das letzte Mal schon viele andere Namen gelesen, dass die im Judentum also bekannt waren, eben aus apokrypher Literatur. Und hier wird Raphael als einer der sieben Engel beschrieben, der die Gebete der Heiligen zu Gott emporbringt. Das ist eine sehr interessante Darstellung, die wir eigentlich nur von der Offenbarung kennen, dass da Gebete zu Gott emporgetragen werden. Oder in der Offenbarung haben wir dieses Bild von den 24 Ältesten, die mit Räucherschalen in der Hand sind und dort Gebete der Heiligen drinnen sind. Also die Idee, dass hier Engel Gebete der Heiligen in den Himmel tragen, die ist für uns als Christen eigentlich erst in der Offenbarung so richtig plausibel dargestellt, obwohl sie bei Daniel angedeutet ist, denn der Daniel wurde gesandt, als Daniel betete, und wir haben auch bei Elweit manche Hinweise, die darauf hingehen, dass Engel tatsächlich Gebete der Gläubigen zu Gott emporbringen. Das ist eine ihrer Funktionen, sind ausgesandt zum Dienst derer und wirken auch mit bei der Erhörung der Gebete und bei der Formulierung der Gebete. Ja? Also Tobit, Kapitel 12, Vers 15, könnt ihr hier diese Stelle nachlesen in dem Buch der Apokryphen. Da kommt dieser Raphael vor. Ja? Und offensichtlich bezieht sich jetzt das Judentum auf diese Namen, die da in dieser Apokryphenliteratur vorkommen. Obwohl wir, wie gesagt, im Alten Testament bei den Propheten keinen Engelsnamen haben, außer Daniel und dann eben dieser Engelfürst Michael. Hier in der Geschichte von Abraham in 1. Mose Kapitel 18 allerdings, da wird keiner dieser Namen erwähnt. Der einzige Name, der mehrmals vorkommt, ist Yahweh in der hebräischen Sprache. Überall dort, wo in diesem Kapitel vom Herrn die Rede hat. Zum Beispiel im Vers 1, 1. Mose 18, 1, der Herr erschien ihm, Yahweh erschien ihm. Und dann steht hier im Vers 3, und da wieder Abraham zu diesem Herrn sprach, sagt er, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Und dieses Herr im Vers 3, das ist nicht das Wort Yahweh, sondern das ist das Wort jetzt Adonai. Da spricht Abraham jetzt diese Person, einen dieser drei Personen, die da drunter waren, mit Adonai an. Der Rabbi hat mir heute allerdings gesagt, man kann hier nicht davon ausgehen, dass dieser Herr, dieser Yahweh, einer dieser drei Personen war.
Da hat Abraham mit Gott irgendwie so geredet, vielleicht in der Vision, aber nicht mit der Person, die da jetzt unter diesen drei waren. Da macht man hier einen Unterschied zwischen diesen drei Personen. Ich habe ihn dann aufmerksam gemacht, aber schauen Sie, wenn Sie da weiterlesen in diesem Text, und das ist jetzt auch für uns das Argument, das wichtig ist, wenn man da das Argument weiterliest, dann heißt es ja hier, dass Gott im Vers 16 und 17, da steht, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Und da geht es jetzt um alle drei Männer, ja, die da weggegangen sind. Und Abraham hat sie geleitet. Und dann heißt es hier, da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hatte. Und dann heißt es hier weiter, und der Herr sprach, jetzt zu Abraham gleich, ja, der hier spricht also wirklich der Herr, Jahwe heißt es hier, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist und ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und dann heißt es hier, und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Also so wie das hier beschrieben ist, ist offensichtlich hier Abraham tatsächlich vom Herrn und er tritt zu ihm und spricht mit ihm. Währenddem dann die zwei Männer ihr Angesicht nach Sodom gewandt haben und im Kapitel 19 Vers 1 steht er dann, die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Ja, aber vorher hat Abraham noch diese Verhandlung mit dem Herrn getan. Und wenn ihr dann im Vers 33 unten lest, 1. Mose 18, 33 oder 32, da sagt Abraham noch einmal, ach Herr, und er sprach, ach zürne nicht Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 Willen. Und dann heißt es hier, und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Und da kam es erst zur Trennung zwischen Abraham und den Herrn. Also da bin ich schon neugierig und habe ihm auf diese Texte aufmerksam gemacht. Und er hat gesagt, er möchte sich das genau anschauen, dieser Rabbiner, und möchte mir dann eine schriftliche Antwort geben. Auch die anderen Texte, ich habe ihm mal so quer durch das Alte Testament Texte gegeben und ich habe ihn gebeten, dass er mir das macht. Und er sagt, er ist dabei, weil ihn das Thema selbst auch jetzt interessiert und er möchte sich das anschauen. Jedenfalls, wir können aus dieser Geschichte da deutlich erkennen, dass hier der Herr erschienen ist. Nur für einen Juden ist es nicht möglich, dass Gott persönlich, wenn Gott diese eine Person ist, die kann nicht persönlich jemanden erscheinen und von Angesicht zu Angesicht reden. Denn bei Mose steht ja, niemand kann Gott sehen und reden. Ja? Also das ist jetzt noch einmal die Frage gekommen, wo steht der Vers über Raphael? Da steht in dem Apokryphenbuch Tobit, da muss man eine Bibel haben, die die Apokryphen im Alten Testament haben. Und eines dieser Apokryphenbücher heißt Tobit und da ist es im 12. Kapitel im Vers 15. Ja? Vielleicht kann man sich das dann merken. Gut, wenn wir jetzt diesen Herrn verfolgen, für uns ist das absolut Jesus, der erschienen ist, und dieser Jesus in der Gestalt des Engels des Herrn, wie er an anderen Stellen erscheint. Und das wäre natürlich dann trotzdem Michael, denn der Engel des Herrn ist Michael und das ist eine Übereinstimmung, die wir im Alten Testament ja haben. Wir haben in den vergangenen Stunden einige Texte gelesen, wo das eben vorkommt. Ja. Achtet noch, es ist auch sehr interessant, die zwei Männer kamen nach Sodom, haben sich dann um Lot und seine Familie gekümmert und da heißt es hier im Vers 14 vielleicht, da steht, da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten.
macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Ja? Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel, da ist von den Engeln die Rede, Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, diese zwei Engel. Wenn man das ganze Kapitel liest, geht es hier um diese zwei Engel, die da jetzt den Lot angesprochen haben. Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, sind immer noch diese Männer, diese Engel, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Da sagt jetzt einer dieser Männer und zu dem spricht jetzt Lot. Achtet, was jetzt da weiter steht. Aber Lot sprach zu ihnen, jetzt spricht er noch zu diesen offensichtlich Männern, die da waren, wie viele waren das? Ach nein, Herr, und da redet er jetzt wieder einen mit dem Herrn an und sagt, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und so konnte der Lot nicht einen Engel ansprechen, sondern so konnte man nur Gott ansprechen. Lot hat offensichtlich genauso wie Abraham erkannt, dass einer dieser Männer Jesus war. Offensichtlich hat sich hier inzwischen Jesus auch nach Sodom begeben, also der Herr, den jetzt Lot hier anspricht. Und so waren die drei offensichtlich wieder beisammen. Und wenn ihr das weiterlest, wo der Lot sagt, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast. Da spricht er jetzt nicht von ihr, obwohl drei offensichtlich da vor ihm waren, sondern spricht diese eine Person an, ja, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, so dass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein, dahin will ich mich retten. Ist sie doch klein, damit ich am Leben bliebe. Also Lot hat jetzt nicht gleich ganz weit weggehen wollen und hat gedacht, er schafft das nicht mehr bis aufs Gebirge, bis die Stadt vernichtet ist. Gott soll ihm dort die Möglichkeit geben, dort in diese nahe Stadt Zoar zu gehen, die er dann mit Namen nennt, ja. Da sprach er zu ihm, also da spricht Lot jetzt mit diesem Herrn, mit dem Abraham vorher um die Stadt verhandelt hat. Siehe, ich habe auch darin, also da sprach er zu ihm, also der Herr spricht jetzt zum Lot, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Also Lot hat gebeten, lass mich doch dort in diese Stadt und Gott gibt ihm die Verheißung, okay, gehst in diese Stadt, dann werde ich diese Stadt nicht zerstören, werde ich diese Stadt vor dem Unheil bewahren. Und dann sagt er, eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst, daher ist diese Stadt Zoar genannt. Also der Lot bekommt hier noch eine Gnadenfrist und Sodom und Gomorra ebenfalls. Gott sagt, der Herr sagt hier, ich kann jetzt nichts tun. Und dann achtet, was im Vers 23 steht und 24. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr, Jahwe also, Schwefel und Feuer regnen vom Jahwe, vom Himmel herab, also vom Herrn vom Himmel herab, auf Sodom und Gomorra. Es gibt über die Bibelübersetzung, die hier in diesem Text, Vers 24, diesen Hinweis haben, dass zweimal der Herr genannt wird. Der Herr, der offensichtlich dort in Sodom war, ließ vom Herrn vom Himmel herab, von Jahwe vom Himmel herab, Feuer regnen. Achtet auf verschiedene Übersetzungen. Manche Übersetzungen haben hier nur einmal den Herrn stehen, aber die Grundtextübersetzung auch im Hebräischen steht zweimal Jahwe. Und darauf möchte ich den Rabbi natürlich, wenn wir da in näheren Kontakt kommen, schon darauf aufmerksam machen. Ja? Also eine sehr bemerkenswerte Sache, die wir hier haben aus dem Alten Testament, aus dieser Geschichte, kann man eigentlich ganz klar ableiten, dass hier tatsächlich Jahwe den Abraham erschienen ist. Und das war jetzt nicht der Vater, sondern offensichtlich der Sohn für uns. Wenn wir jetzt als Christen das Neue Testament glauben und eben die Bibel vom Neuen Testament her interpretieren, dann haben wir auch Jesus selbst als Interpreten der Schrift.
Und ihr wisst, wir haben darauf schon einmal hingewiesen, aber jetzt hier in diesem Zusammenhang ganz speziell. Da hat ja Jesus, als er auf Erden war, mit den Juden hier mal ein Gespräch gehabt und hat auf diese Geschichte im Alten Testament aufmerksam gemacht, auf die Begegnung, die er mit Abraham hatte. Und zwar ist das in Johannes Kapitel 8 in dieser Geschichte, wo Jesus da mit den Juden in eine Streitsituation kam und wo sie ihn die Frage gestellt haben, im Vers 53, bist du mehr als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben, was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von welchem ihr sprecht, er ist unser Gott. Und kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich wollte sagen, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Jesus hat hier so sehr offen und sehr stark mit Abraham, also mit diesen Juden gesprochen. Und jetzt sagt er einen Satz, und der für die Juden sehr erstaunlich war. Abraham, sagt Jesus hier, euer Vater ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Also diese Stelle ist eine sehr deutliche Stelle, wo Jesus sich auf diese Begegnung mit Abraham bezogen hat und hier im Alten Testament auf das hingewiesen hat. Und das war natürlich für die Juden unmöglich. Wie kann er sagen, er hat den Abraham gesehen? Allerdings muss ich jetzt einwerfen, dass diese Deutung, dass Jesus hier sich auf diese Geschichte des Abraham bezogen hat, eigentlich in der christlichen Theologie sehr unterschiedlich gesehen wird. Ja? Also das heißt, nicht alle Ausleger der Bibel, der Christen, sind der Überzeugung, dass Jesus hier sich bezieht auf seinen Besuch bei Abraham. Ich bin drauf gekommen, und das ist auch wieder eine neue Entdeckung, die ich gemacht habe, dass es hier unterschiedliche Deutungen gibt, was Jesus mit dieser Aussage gemeint hat. Und da gibt es in der christlichen Theologie Erklärungen, wo man darüber gerätselt hat, wie konnte Jesus sagen, dass der Abraham ihn gesehen hat und der Abraham sich gefreut hat auf diesen Tag, wo er Jesus gesehen hat. Und da gibt es mehrere Erklärungen, in katholischen Erklärungen, dass man sagt, das konnte nur gewesen sein, als Abraham gestorben ist und dann nach seinem Tod in den Himmel gekommen ist und dort Jesus gesehen hat. Und ihr erinnert euch, da nimmt man auch gerne diese Geschichte von Lukas 10, wo ja dort Jesus in einem Gleichnis vom Abraham gesprochen hat und den armen Lazarus, der dann in dem Schoß Abrahams zu sitzen kam. Und diese Geschichte ist eine alte jüdische Geschichte, die auch zeigt, dass die Juden die Vorstellung hatten, dass Abraham schon irgendwo im Paradies sich befindet. Und gibt es auch eine alte jüdische Erklärung, wo die Juden schon der Überzeugung waren, dass der Abraham schon in der Nähe Gottes ist und sich schon in der Freude des Himmels befindet. Also, und das sind aber die Juden auch gespalten, die einer sagen, der Abraham wird erst auferstehen, wenn der Messias kommt, andere sagen, nein, Abraham ist schon dort. Und genauso ist es auch im Christentum, also ein Streit, wie ist es, sind die Toten schon dort oder eben nicht. Sehr bemerkenswert, wie manche Erklärungen sich hier decken mit dem, was im Judentum eigentlich darüber geredet wird. Andere meinen, dass dieser Text, den Jesus hier von Abraham sagt, dass hier Abraham in einer Vision das Ende der Tage gesehen hat, dass er in einer Vision die Zukunft Jesu, also die Wiederkunft Jesu gesehen haben. Dann gibt es andere Erklärungen, die meinen, dass Abraham von Gott eine Vision bekommen hat, in dem ihm die Erlösungsgeschichte, also auch die Menschwerdung Jesu und die Kreuzesgeschichte gezeigt worden ist und dass sich deshalb der Abraham gefreut hat.
Aber da merkt ihr schon, ich kann mir nicht persönlich nicht vorstellen, dass Abraham sich gefreut haben würde, wenn er offenbart bekommen hätte, dass was seine Nachkommen einmal mit dem Messias machen werden, dass ihn ans Kreuz nageln werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Abraham eine Freude ausgelöst hätte. Ja? Also verschiedene Vorstellungen, jedenfalls grundsätzlich glaube ich, dass Jesus hier sich darauf bezieht, dass hier Abraham ihn damals, als er damals bei ihm zu Besuch war, gesehen hat. Jedenfalls, der ganze Hintergrund ist eine Auseinandersetzung, wer waren diese drei Männer? War es wirklich der Herr? Für das Judentum ist es nicht möglich, sondern das ist einfach, es waren einfach diese drei Engel. Das heißt, wir kommen hier zum Schluss, dass die Juden schon damals nicht erkannten oder ja, damals schon der Überzeugung waren, dass es nicht nur drei Engel und Erzengel waren, die Abraham erschienen, oder dass es eben nur drei Engel waren, so muss ich sagen, dass es nur drei Engel waren, die ihm erschienen sind, aber auf keinen Fall eine dritte göttliche Person, die mit diesem Herrn genannt wird. Denn man kann ja den Herrn nicht sehen. Jesus würde sagen, wahrscheinlich, ihr kennt die Schrift nicht. Und das ist aber jetzt nicht nur ein Vorwurf, den Jesus damals den Juden gemacht hat, sondern wir müssen uns fragen, kann dieser Vorwurf nicht auch Christen gelten? Wir werden dann später noch darauf hinkommen, wo wir merken, wie auch diese falschen Vorstellungen dieser Engelstheologie auch im Christentum zu falschen Vorstellungen über Jesus und über seine Gottheit geführt haben. Nur noch vielleicht ein weiterer Hinweis aus diesem E-Mail, das mir dieser Rabbi Eliezer geschickt hat. Da schreibt er hier noch weiter in diesem E-Mail, die von Ihnen angesprochene Vorstellung von Michael als den großen himmlischen Fürsten wird wie so viele andere christliche Konzepte von jüdischer Sicht nicht geteilt. Also dieser Michael im Sinne eines großen himmlischen Fürsten und damit die zweite Person der Gottheit, das meint er hier, wird also von der jüdischen Theologie nicht geteilt mit den Christen. Da dies historisch und theologisch nicht vom Judentum her kam, diese Idee, meinen Sie, das kam nicht vom Judentum her, diesen Michael als zweite Person der Gottheit zu setzen, sondern wie so viele christliche Konzepte aus der griechischen und römischen Mythologie übernommen worden waren, zwar in die original biblischen jüdischen Begriffe verpackt, jedoch mit griechisch-römischen Inhalten und Ideen gefüllt. Also sehr bemerkenswert, er meint, dass diese Idee, wie wir sie auch heute haben von Michael, dass er der große Engelfürst und deshalb eine göttliche Person darstellt, dass das aus der griechischen mythologischen Idee herauskommt. Er ist dann auch eingegangen darauf, dass die Juden, also die Christen aus Jesus einen Halbgott damit gemacht haben und dass er ebenfalls aus der griechischen Mythologie. Und ihr erinnert euch, ich habe das letzte Mal, waren wir da darauf, dass tatsächlich diese Idee, dass Götter von anderen Göttern geboren werden und dass auch Götter zwischen einer Verbindung von Mensch und einem göttlichen Wesen, von einer Jungfrau und einem göttlichen Wesen geboren werden kann, das kennt man auch in der griechischen Mythologie. Und auf das hat hier auch der Rabbi aufmerksam gemacht, das ist also eine nicht-jüdische Idee, die kann man aus dem Alten Testament nicht finden. Faktum aber ist, dass diese Idee, dass Michael nicht der große himmlische Fürst sei und somit auch nicht eine zweite göttliche Person ist, dass das eigentlich dem Alten Testament völlig widerspricht, wie wir es jetzt auch nochmal dargestellt haben. Und dass Michael, der große Fürst, nur einer der sieben Engel sei, einer der sieben besonderen Engel, vielleicht eben auch dieser Erzengel, kommt eben aus dieser griechisch-apokryphen Mythologie. Denn von diesem Engelfürsten ist ja auch, und eine Stelle, die ich hier auch in Erinnerung rufen möchte, von diesem Engelfürsten, und diese Stelle habe ich dem Rabbi natürlich auch genannt, und er hat gesagt, er wird sich diese Stellen anschauen und wird mir dann seine Erklärungen dafür geben. Und darunter war auch diese Stelle in Josua Kapitel 5. Schlagt vielleicht Josua Kapitel 5 auf.
Und da erscheint ja auch dieser Fürst des Heeres des Herrn, ab Vers 13, von 13 bis 15. Und da heißt es hier: Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass sein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Eine ganz persönliche, eine kriegerische Gestalt offensichtlich, ein Soldat würde man heute sagen, ja. Und dann sagt er hier, er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua, und achtet jetzt auf diese Reaktion, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Und Josua wird sich hier bei dieser Stelle wohl an die Erfahrung erinnert haben, die Mose am brennenden Dornbusch etwa 40 Jahre vorher gehabt hat. Ebenfalls der Herr, der Engel des Herrn, der ihm dort erschienen ist. Und Mose dort seine Schuhe auszieht, weil ihm dort auch dieser Engel des Herrn, der sich dann auch als Jahwe dargestellt hat, ihn dazu aufgefordert hat. Und hier noch einmal. Also ich bin schon neugierig, wie dieser Rabbi mit diesen Stellen umgehen wird und welche Interpretationen da kommen werden. Meine Frage war heute am Telefon dann auch eine Rückfrage. Vielleicht können Sie mir noch kurz eine Antwort geben oder kurz eine Erklärung geben, wie Sie dann diesen Engel des Herrn, wenn das hier der einfach ein gewöhnlicher Engel ist, der da erscheint, dieser Michael, dann muss er ja überall, wo dieser Engel des Herrn vorkommt, müsste das ja dann Michael sein. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Also überall, wo dieser Engel des Herrn in dieser Form vorkommt, wird es Michael sein. Und habe ich gesagt, und dann würde ich Sie bitten, wenn Sie vielleicht Sacharja 3 aufschlagen, das habe ich alle also am Telefon mit ihm besprechen können, also er war sehr willig heute mit mir da im Gespräch zu sein. Und da haben wir das gelesen, ich habe gesagt, in Sacharja 3, Vers 1, da ist ja diese Vision des Sacharja, wo es heißt, er ließ mich sehen, den Hohenpriester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und jetzt war ich sehr neugierig, denn ich habe im Hintergrund Informationen gehabt, schon aus dem Internet, dass ich informiert worden bin und diese Information gehabt hat, dass im Judentum Satan eigentlich gar nicht existiert als Satan in der Form, dass er ein Gegenspieler Gottes ist. Ich habe eine Information gelesen und da war ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber das hat dieser Rabbi heute bestätigt, dass Satan im jüdischen Denken eine Gestalt ist, die genauso ein göttlicher Engel ist, der einfach die Aufgabe hat, den Menschen auf seine Sünde aufmerksam zu machen. Der den Menschen aufmerksam macht, dass er ein Sünder ist. Das hat er mir hier auch heute erklärt. Merken Sie, dieser Satan, der macht darauf aufmerksam, auf diese schmutzigen Kleider des Josua. Das heißt, er ist der, der den Menschen hilft, seine Sünde zu erkennen und sie dann Gott zu bekennen. Also eine sehr bemerkenswerte Darstellung. Und ich hab ihn dann gefragt, jetzt wäre ich aber neugierig, ist das jetzt eine neue jüdische Erkenntnis, dass es diesen Satan oder den Teufel nicht gibt? Oder ist das schon eine alte jüdische Weisheit oder ein altes jüdisches Verständnis? Hat er gesagt, wissen Sie, das ist 2500 Jahre alt. Das heißt, solange es die Mischna gibt, und diese Mischna, das ist ein erster Teil des jüdischen Talmud, also eine Interpretation des Alten Testamentes. Und er hat mir gesagt, also schon dort in dieser Mischna, die so in der Zeit nach den alttestamentlichen Propheten geschrieben worden ist, also in dieser prophetenlosen Zeit, sind solche Interpretationen gegeben worden. Also ich war da heute mehr als erstaunt, und dass er mir versucht hat zu erklären, und er hat das auch weiter ausgeführt und hat gesagt, wissen Sie, diese Vorstellung von guten und bösen Engeln, das gibt es im Judentum nicht. Alle Engel sind gut, es ist nur, die Engel haben unterschiedliche Aufgaben. Und wenn hier zum Beispiel von Zerstörung die Rede ist in Sodom und Gomorra und hier Gabriel und Raphael für die Zerstörung zuständig waren, dann heißt das nicht, dass sie deshalb böse Engel sind. In der
der biblischen Sprache, im Alten Testament ist das einfach so, dass alles von Gott kommt. So hat er mir das erklärt. Und tatsächlich ist das so, wenn wir das Alte Testament lesen, bekommt man auch wirklich den Eindruck, alles macht Gott. Wenn wir da die Gerichte angekündigt haben im Alten Testament, wird ja immer wieder geschildert, wo Gott sagt, und ich will euch diese Plagen schicken, ich will Hunger und Durst und ich will das Schwert schicken und so weiter. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass das Alte Testament sich so liest, als würde alles Gott buchstäblich machen. Und heute erst erfahre ich von diesem Rabbi, dass offensichtlich im Judentum das ganz wörtlich genommen wird. Und auch wenn hier Engel mit einem zerstörerischen Handeln in Verbindung gebracht werden und beschrieben werden im Alten Testament, dann sind es trotzdem Engel Gottes. Und als ich gefragt habe, aber da gibt es im Alten Testament auch diese Idee von bösen Geistern und von guten Geistern. Ja, das muss man interpretieren, hat er versucht, das zu erklären. Hier sollten nur das Böse im Menschen offenbar werden. Ja? Und wenn Saul so von einem bösen Geist besessen war, dann heißt das einfach, da war das Böse in ihm, aber das war kein böser Engel, der da in ihm war, sondern hier wurde Saul einfach auf das Böse in seinem Herzen aufmerksam gemacht. Das ist das, was wir eigentlich heute aus der ganzen Esoterik kennen. Und jetzt war für mich natürlich das in diesem Sinne auch sehr interessant, dass auch diese esoterischen Gedanken, die wir da haben, dass es eigentlich dieses Böse gar nicht gibt, ein altjüdisches Denken ist, das schon in vorchristlicher Zeit im jüdischen Denken aufgekommen ist. Also es ist für mich sehr faszinierend, das so zu sehen, und es wird mir immer verständlicher, warum das Judentum und die Juden damals mit Jesus, als er kam und dann auch natürlich über den Teufel geredet hat und ihn als ein Wesen dargestellt hat, das als Gegenspieler Gottes dasteht, warum sie dann auch mit ihm solche großen Probleme bekommen haben. Der Rabbi hat mir auch gesagt, wissen Sie, es gibt keine rebellierenden Engel, sowas gibt es nicht. Ja? Alle Engel haben einen Auftrag von Gott, und da ist nur eine Frage der Unterscheidung. Und wenn man schaut, es ist heute, selbst im Christentum, wenn ich mir vorstelle, vor einigen Jahren, als der Papst irgendwo angekündigt hat, dass es doch Dämonen gibt, das stand dann groß in der Zeitung, und wo sich die Zeitungen sogar lustiger darüber gemacht haben, dass der Papst jetzt doch wieder daran glaubt, dass die katholische Kirche jetzt doch wieder daran glaubt, dass es Dämonen gibt und böse Geister gibt. Ja? Also das heißt, dass ja auch sehr verbreitet im Christentum es ist, dass eigentlich diese Idee, dass es böse Geister gibt, immer weniger existiert. Hier ist offensichtlich Satan nicht nur im Judentum, sondern eben auch im Christentum gelungen, eine völlig andere Engelslehre zu verbreiten. Und deshalb, das ist jetzt der Punkt, wo wir dann überleiten können in unserem Thema, wie geht denn das Christentum mit diesen Engeln, Erzengeln und Michael um? Ja? Wie sieht das Christentum dieses Problem? Ich kann grundsätzlich nur sagen, dass die falschen Vorstellungen der Juden vom Engel des Herrn und von Michael und von diesen mehreren Engeln schon sehr früh auch in diese christliche Lehre hineingeflossen sind. Ja? Und sehr bemerkenswert, und das habe ich hier in diesem Zusammenhang jetzt auch entdeckt, mit diesem Problem, Michael nicht mehr als zweite Person der Gottheit zu definieren, was auch im Christentum stattgefunden hat, im frühen Christentum, ging auch diese Idee einher, dass Jesus nicht wirklich ewiger Gott ist, sondern ein geschaffener, ein gezeugter Gott, ein gezeugter Gottessohn sei. Also sehr bemerkenswert, dass dieser Hintergrund auch mit dieser falschen Engelstheologie einhergegangen ist. Und ich habe hier diesbezüglich ein interessantes Zitat gefunden von Irenäus aus diesem Buch, das er damals gegen die Häresien geschrieben hat. Ein Zitat, das ich das letzte Mal zwar schon vorgelesen habe, aber auf dieses Detail noch nicht aufmerksam gemacht habe. Ja? Und Irenäus um 180 nach Christus schon, also das ist im zweiten Jahrhundert, lange, also über 130 Jahre vor den ersten Konzilien,
die dann dieses Problem mit der Gottheit Jesus zu entscheiden hatten. Da sagt Irenäus in einem Text, wenn aber jemand uns fragen sollte, wie ist also der Sohn vom Vater hervorgebracht worden, dann antworten wir ihm, seine Hervorbringung oder Geburt oder Aussprechung oder Eröffnung, so nennt er das, wie immer man seine unaussprechliche Geburt nennen möge, weiß niemand. Auch nicht die Engel oder Erzengel oder Fürsten oder Herrschaften, sondern nur der Vater, der hervorbrachte, und der Sohn, der gezeugt wurde. Ihr habt also hier in diesem Text von einem sehr frühen Kirchengelehrten in der frühchristlichen Kirche, der also das Christentum noch sehr verteidigt hat, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass er hier von Engeln und Erzengeln gesprochen hat, in Mehrzahl schon. Also da ist hier schon diese jüdische Idee von Engel und Erzengeln, von Engelfürsten, die da existieren, übernommen worden. Und gleichzeitig seht ihr hier schon, dass mit diesem Denken, dass es mehrere Erzengel gibt, auch das Denken, dass Jesus ein geborener Sohn Gottes war, ein gezeugter Sohn Gottes, einhergegangen ist. Ja, sehr bemerkenswert. Und ich bin jetzt drauf gekommen, dass zur selben Zeit, als man hier von mehreren Erzengeln sprach, hat man angefangen, diese Erzengel natürlich zu benennen. Das haben schon die Juden gemacht, und im Christentum sind diese Namen alle ziemlich eins zu eins übernommen worden. Ja, ich habe in der christlichen Theologie nirgends Namen entdeckt, die nicht schon in den apokryphen Schriften drinnen sind, zum Beispiel im Buch Henoch und so weiter. Ja, dieser Gabriel, Michael, Raphael, Jehudiel, Sealtiel und Namen, die wir das letzte Mal schon erwähnt haben. Und jetzt bin ich dahinter gekommen, dass im Judentum diese Engel schon als Fürsprecher angesehen wurden, wie wir vorhin diese Stelle im Tobit gelesen haben, wo dieser Engel auch die Gebete der Heiligen zu Gott emporbringt. Das bedeutet hier auch diese Idee, dass Engel auch als Art im Mittlerdienst eingesetzt sind, dass sie die Gebete der Gläubigen zu Gott bringen und die Erhörung der Gebete dann wieder bringen und den Menschen hier auf Erden dann behilflich sind. Also eine richtige Mittlerrolle. Und diese Idee hat sich offensichtlich auch sehr früh schon in die christliche Kirche übertragen, dass mit diesen falschen Engelsvorstellungen auch es zu einer heiligen Verehrung gekommen ist und dass diese himmlischen Engel mit irdischen Heiligen dann vermischt worden sind und sie alle zu Fürsprechern eingesetzt worden sind. Ich habe diesbezüglich ein interessantes Zitat gefunden, eine interessante Geschichte, die von James White in einem Review und Herald damals 1859 geschrieben worden ist. Und da hat er hier in dieser Auseinandersetzung mit der Marientheologie, mit der Heiligenverehrung, hat er hier ein Zitat aus einem römisch-katholischen Katechismus zitiert, das in einem englischen Katechismus zu finden war und wo dort ein Glaubensbekenntnis, ein Punkt im Glaubensbekenntnis, in einem katholischen Glaubensbekenntnis formuliert wird. Und dieses Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube, also ein Katholik, der das sagt, hat hier zu sagen gehabt, ich glaube in eine Menge von Fürsprechern und Mittler zwischen Gott und Menschen, wie die heiligen Märtyrer der früheren Zeiten, also Mittler und Fürsprecher, die Heiligen der Kirche Roms, die Engel und Erzengel werden hier auf eine Ebene gestellt mit Fürsprechern. Ja? Die Engel und Erzengel und ganz besonders unser Herr Jesus Christus und seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Königin des Himmels. Also da habt ihr alles zusammen in einem Zitat, in einem katholischen Glaubensbekenntnis, wo eine Menge von Fürsprechern da sind und der Gläubige wird aufgerufen, daran zu glauben. Und eben die Engel und Erzengel werden hier ebenfalls als Fürsprecher eingesetzt. Und neben der Mutter Gottes, die Mutter, die Jungfrau Maria, die als Königin der Himmel ebenfalls eine Fürsprecherrolle hat. Ja? Gleichzeitig sprach man aber von Engel und Erzengel, die im Himmel auch Gott und Maria anbeten. Da kommt jetzt auch
Und das ist eine Mischkulanz gewesen, also von einer falschen Engelslehre, von falscher Heiligenlehre und dann diese ganze Marienverehrung. Und ich habe hier in dieser Schrift in einem Geschichtsbuch von Eddie Jones, der hat damals ein interessantes Geschichtsbuch geschrieben über diese ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Und da hat er eine Predigt von einem Kirchenvater namens Cyril von Ephesus, der Cyril am Konzil von Ephesus 431, ja, hat er hier eine Verehrung der Maria im Himmel beschrieben. Und achtet darauf, wie hier also diese falsche Engelstheologie mit der Marienverehrung und Heiligenverehrung gebracht wird und gleichzeitig zu einer falschen Sicht von der Gottheit Jesu geführt hat. Da ist ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, die wir hier finden können. Und ich lese euch jetzt diese Darstellung einer Marienverehrung im Himmel dar. Ja, in diesem Text von Cyril am Konzil zu Ephesus im Jahre 431, da hat es das Papsttum eigentlich noch gar nicht gegeben. Ja? Das Papsttum ist erst 100 Jahre später erst so richtig gekommen. Und das heißt es hier in einem Gebet, in einem Mariengebet: Gesegnet seist du, o Mutter Gottes, du reicher Schatz der Welt, unauslöschliche Lampe, Krone der Jungfräulichkeit, Zepter der wahren Lehre, unverderblicher Tempel, also unverdorbener Tempel des Heiligen Geistes, Wohnung dessen, den kein Raum fassen kann, Mutter und Jungfrau, durch welche er ist, Jesus meint das hier, durch welche er ist, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet seist du, o Maria, die du in deinem Schoß den Unendlichen gehalten hast. Du, durch welche die gesegnete Trinität verherrlicht und angebetet wird, durch welche das kostbare Kreuz in der ganzen Welt verehrt wird. Achtet, auch interessant, dass hier schon bereits das Kreuz zu einer Verehrung in der ganzen Welt gemacht worden ist, also in der katholischen Welt damals, natürlich ist das nur gemeint in der römischen Welt, wo überall das Christentum hingekommen ist. Sehr bemerkenswert. Falsche Engelsverehrung, Marienverehrung, Heiligenverehrung und Verehrung des Kreuzes, alles zusammen. Durch welche das kostbare Kreuz in der ganzen Welt verehrt wird, durch welche der Himmel jubelt und Engel und Erzengel sich freuen, durch welche der Teufel entarmt und verbannt wurde, durch welche die gefallene Kreatur den Himmel wiederhergestellt im Himmel. Kreatur dem Himmel wiederhergestellt ist, durch welche jede gläubige Seele erlöst ist. Ein unwahrscheinliches Gebet um 431 nach Christus, wo eine derartige Marienverehrung schon so weit gegangen ist, dass hier die Maria also als die dargestellt wird, durch die die Erlösung überhaupt stattgefunden hat. Und das ist ein besonderer Satz, der mir hier aufgefallen ist, wo man sogar geglaubt hat, dass durch ihr Wirken der Teufel entarnt und verbannt wurde aus dem Himmel und durch welche die gefallene Kreatur dem Himmel wiederhergestellt wurde. Und dass hier bei dieser Verehrung im Himmel Engel und Erzengel sich freuen und jubeln. Also eine Beschreibung, wo im Himmel Engel und Erzengel Mehrzahl jubeln und Gott anbeten. Diese Idee von anbetenden Erzengeln im Himmel und anderen Engeln, die mit den Erzengeln Gott loben und anbeten, hat sich in der Zwischenzeit in der christlichen Tradition derart eingebürgert, dass ich sehr verwundert war, dass es selbst Texte von Ellen White gibt und unseren Pionieren, die eine solche Beschreibung von einem himmlischen Anbetung machen. Und ich lese euch hier einen Text vor, der aus dem Buch Youth Instructor am 16. April 1903 von Ellen White verfasst ist. Ja. Also Youth Instructor, 16. April 1903. Und da habe ich einen Text gefunden, einer von mehreren. Ich habe da mehrere Texte gefunden, wo sie von Engel und Mehrzahl ebenfalls in Mehrzahl schreibt, was mich sehr verwundert. Christus wurde gekreuzigt, schreibt sie hier, aber in wundervoller Kraft und Herrlichkeit stand er aus dem Grabe auf.
Er nahm in seine Gewalt die Welt, über welche Satan den Anspruch erhob, zu regieren, und stellte die menschliche Rasse in die Gunst Gottes wieder her. Und bei dieser herrlichen Vollendung seines Werkes halten und widerhalten Triumphgesänge durch die ungefallenen Welten. Und jetzt schreibt sie hier und sagt, Engel und Erzengel, Cherubim und Seraphim stimmten in den Siegeschor ein. Also eine ähnliche Formulierung wie dort, wo eine, diese Marienverehrung beschrieben wird, wo im Himmel gesagt wird, dass Engel und Erzengel und die ganzen himmlischen Welten anbeten. Hier ein Zitat selbst von Ellen White, dass einfach diese Sprache offensichtlich übernommen worden ist, dass Engel und Erzengel neben Cherubim und Seraphim in den Siegeschor eintreten. Wenn wir aber von der Bibel her den Erzengel als einzig und allein als Jesus definieren, dann merken wir, dass hier ein traditionelles Verständnis da übernommen worden ist und noch in der Sprache selbst von Ellen White irgendwo noch da präsent war. Ein anderes Zitat, das könnt ihr in dem Buch Die Engel finden, auf Seite 250. Da ist auch eine Beschreibung, wo Ellen White hier sagt, wenn Jugendliche Christus annehmen und an ihn glauben, werden sie in eine enge Beziehung zu ihm geführt. Er gibt ihnen Macht, Söhne Gottes zu werden und Kontakt zu haben mit den höchsten Würdenträgern des Himmels, mit Gabriel, mit Cherubim und Seraphim, mit Engeln und Erzengeln. Und Erzengel wieder in Mehrzahl, also es gibt da mehrere Texte, die da zu finden sind. Ich habe diese Formulierung auch in einer Review und Herald zur Zeit der Pioniere am 15. Dezember 1859 in einem Review und Herald gefunden, wo der Autor wird hier in diesem Text nicht buchstäblich genannt, aber es ist in diesem adventistischen Blatt. Da ist eine Beschreibung drin, ich lese euch vor. Wie freudevoll ist die Beschreibung, die die Bibel vom Himmel gibt. Jeder wird sich in der Gesellschaft und im Glück der anderen erfreuen und Gott wird unter ihnen wohnen. Alle die guten Menschen der früheren Zeitalter werden dort sein. Die Märtyrer und die Apostel und Propheten. Also ein adventistischer Text hier, ja. Dort werden wir auch mit Engeln und Erzengeln zusammentreffen und mehr als das, wir werden Jesus in seinem verherrlichten menschlichen Körper sehen, wir werden sein Angesicht sehen und immer mit dem Herrn sein. Also offensichtlich war damals nach 1844 in der Sprache der Adventisten diese Formulierung Engel und Erzengel loben Gott und Engel und Erzengel sind da im Himmel präsent, noch so präsent, dass man hier offensichtlich nicht gemerkt hat, dass es eigentlich von der Bibel her nicht zutreffend ist, dass man von mehreren Erzengeln spricht, weil eben nur der Michael der einzige Erzengel ist. Jetzt habe ich aber auch in einem Artikel, in einem Review und Herald 1859 einen Hinweis gefunden, wo einer der Schreiber, da hat man hier Frage und Antwort geschrieben. Und zwar konnten da die Leute an das Adventist Review im Battle Creek Fragen stellen, auch Fremde, Nicht-Adventisten konnten hier Fragen stellen und die wurden dann über diese Zeitschrift Review und Herald beantwortet. Und da war eine Leserfrage, die hat folgend gelautet. Ist das Wort Erzengel in Mehrzahl noch irgendwo anders als im bischöflichen Gebetsbuch zu finden? Ist der Erzengel nicht Christus? Also es dürfte ein Katholik gewesen sein, der hier diese Frage gestellt hat und der einfach sagt, gibt es dieses Erzengel in Mehrzahl noch irgendwo anders als in diesem bischöflichen Gebetsbuch? Offensichtlich hat der diesen Begriff Erzengel in Mehrzahl nur in diesem bischöflichen Gebetsbuch in Amerika, musste ich das abgespielt haben oder hat sich das abgespielt, gefunden. Und die Frage war sehr interessant oder die Antwort war interessant. Da heißt es hier, in der Antwort hat der Autor hier geschrieben, wenn auch dieses Wort Erzengel in Pluralform auch sonst wo noch gefunden wird, außer in dem bischöflichen Gebetsbuch, ist eines sicher, dass es in der Schrift so nicht zu finden ist. Also in Mehrzahlform gibt es dieses Wort nicht in der Bibel. Das Wort Erzengel meint Engelchef oder Führer oder Regent der Engel und zweifelsohne ist damit nur Christus gemeint.
Also das habe ich jetzt auch wieder in adventistischer Literatur, in Revue und Terz gefunden. Und jetzt habe ich beides. Offensichtlich auf der einen Seite eine traditionelle Übernahme von diesem Engel und Erzengel in Mehrzahl und auf der anderen Seite doch ein klares Verständnis, dass im Himmel Jesus als Erzengel erscheint. Und das ist ja auch bei Ellen White so gewesen. Ellen White hat auch ganz deutlich in mehreren Texten Jesus als diesen Erzengel Michael bezeichnet. Aber gleichzeitig, wie wir vorhin gesehen haben, hat sie doch den Begriff Erzengel in Mehrzahl verwendet. Also ein gewisses Problem, wo wir schon sagen können, Ellen White war auch hier selbst nicht ganz frei von traditionellen Denkweisen und auch Ausdrucksweisen, die sich da irgendwo niederschlagen. Diese Idee von den Erzengeln und mehreren Erzengeln findet man natürlich auch in der orthodoxen Kirche sehr stark. Also die ganze orthodoxe Kirche hat auch einen riesigen Engelskult. Und es gibt Kirchen die dem Erzengel Michael geweiht sind, den Raphael, den Gabriel. Ich habe gestern gerade ein Gespräch mit einem interessanten Bruder aus Deutschland gehabt und da sind wir auch auf dieses Thema irgendwie gekommen, der über Michael und Gabriel hat er gesagt, weißt du, ich lebe da in Elberfeld, wo die Elberfelder Bibel übersetzt worden ist und da gibt es eine Kirche, die dem Michael geweiht ist, eine Michaelikirche und eine Gabrielskirche. Und was mich da sehr gewundert hat, hat mir dieser Bruder dort gesagt, dass hier in der katholischen Kirche dort dieser Michael dargestellt wird, nicht als üblicher Erzengel, sondern dass hier dort dieser Michael als Christus dargestellt wird. Also es hat mich auch gewundert, dass es doch auch in katholischen Zusammenhängen da und dort offensichtlich noch diese Idee da ist, dass Michael doch auch eine Darstellung für Christus ist, was aber landläufig nicht so ist. In der orthodoxen Kirche, wie schon gesagt, ist auch diese Idee der verschiedensten Erzengel mit genau den gleichen Namen, wie sie auch in den Apokryphen zu finden sind, weitest verbreitet. Also mehr noch als in dem Katholizismus werden diese Erzengel in der orthodoxen Kirche verehrt. Dass auch Luzifer ursprünglich als ein Erzengel bezeichnet wird, auf das habe ich auch schon aufmerksam gemacht. Das ist auch weit verbreitet im Christentum, im katholischen und auch im evangelischen Christentum. Und ich war sehr verwundert, dass ich sogar einen Text gefunden habe, wo auch Ellen White davon spricht, dass, ich lese euch hier vor, dass Luzifer ursprünglich auch ein Erzengel war. Und ein Zitat aus Signs of the Times im Englischen, am 14.09., Ausgabe 82. Ja? Und da steht die Tatsache, da spricht sie von Satan, von Luzifer, die Tatsache, dass er ein Erzengel war, herrlich und mächtig, ermöglichte es ihm, einen starken Einfluss auszuüben. Also solche Texte haben mich, nachdem ich mich mit diesem Begriff Erzengel sehr beschäftigt habe, bei Ellen White eigentlich sehr verwundert, dass sie diesen Begriff Erzengel auch so anwendet und selbst auf Luzifer als ursprünglich hier anwendet. Aber offensichtlich ist ja das nicht so ganz konkret bewusst gewesen noch, dass man hier von der Bibel her eigentlich einen Unterschied machen müsste. Sie hat hier eine traditionelle Sprache gebraucht. Und meint hier mit Erzengel offensichtlich auch hochgestellte Engelwesen, was aber von der Bibel her doch, wenn wir das genauer anschauen, nicht so ist. Zusammenfassend können wir das hier vielleicht einmal sagen, sowohl das Judentum als auch das Christentum hatte dieses Problem mit der Identifikation des Michaels und der Erzengel und auch des Engels des Herrn. Denn alle, die den Michael nicht als Jesus darstellen, auch im Christentum, haben auch ein Problem, den Engel des Herrn im Alten Testament an all diesen Stellen, wo er dort als göttliches Wesen erscheint, ihn als Christus zu identifizieren und als eine zweite Person der Gottheit darzustellen. Wir können zu dem Schluss kommen, wer Michael bzw. den Engel des Herrn im Alten Testament recht identifiziert, kann niemals auf die Idee kommen, dass Jesus nicht von Ewigkeit her eine zweite Person der Gottheit ist. Und deshalb ist für mich die Frage umso wichtiger,
Und erstaunlicher, als ich gemerkt habe, dass eben dieser Zweifel an der ewigen Gottheit Jesu parallel einhergegangen ist mit dieser Auseinandersetzung der Erzengelproblematik. Ja? Und auch da begegnet man eigentlich sehr bemerkenswerten Widersprüchen. Es gibt also auch Aussagen im katholischen Katechismen, wo Jesus als ewig dargestellt wird und dann doch wieder nicht. Ich habe hier ein Zitat gefunden aus in einem katholischen Weltkatechismus von einem Johannes von Damaskus aus dem 2., 3. Jahrhundert, ein Kirchengelehrter. Und der hat damals gesagt, nun sitzt Christus zur Rechten des Vaters. Unter der Rechten des Vaters verstehen wir, jetzt erklärt er, was das bedeutet, dass Christus zur Rechten des Vaters sitzt. Unter der Rechten des Vaters verstehen wir die Herrlichkeit und die Ehre der Gottheit, in welcher der Sohn Gottes als Gott wesensgleich mit dem Vater von Ewigkeit her existiert. Und in der er nun, nachdem er in den letzten Zeiten Fleisch geworden, auch in dem Leibe nach sitzt, da sein Fleisch mit verherrlicht ist. Also hier hätte man wieder den Eindruck, dass jetzt schon Gott, Jesus als Sohn Gottes von Ewigkeit her existiert. Und trotzdem heißen dann die Erklärungen in den Konzilien, dass er ein Gezeugter und oder in anderen Texten, im arianischen Bekenntnis, ein geschaffener Sohn ist. Und erinnert euch, ich habe damals das letzte Mal euch dieses Glaubensbekenntnis von Athanasius vorgelesen, wo man ganz deutlich sagt, der Vater ist von niemandem gemacht und noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, aber gezeugt. Und dann kommt auch der Heilige Geist, ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Und trotzdem der Text vorher sagt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und doch sind sie nicht drei Götter, sondern ein Gott. Und so ist der Vater der Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern ein Herr. Und da merkt ihr, hier in dieser Formulierung kommt diese Idee her, also wir haben schon drei Personen, aber wir dürfen sie nicht als drei Personen nebeneinander verstehen, drei Personen in einer. Ja? Und das ist eine Vorstellung, gegen die sich damals nach 1844 und auch unsere Pioniere gewehrt haben, denn die haben das katholische Trinitätsverständnis so verstanden gehabt. Joseph Bates, einer unserer Pioniere, schreibt um 1848, es war unmöglich für mich, er war auch früher ein Nicht-Adventist, also Christ in einem anderen Zusammenhängen, in anderen Kirchen, wo man eben diese Idee hatte, wir sprechen von drei Personen, aber es ist doch nur eine Person, ein Herr in Gott. Ja. Es war unmöglich für mich zu glauben, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, gleichzeitig der allmächtige Gott, der Vater in ein und derselben Person war. Also das ist damals offensichtlich so verstanden worden und das ist auch heute von vielen so verstanden in christlichen Gemeinden. Cottrell, einer unserer Pioniere, schrieb 1857, dass eine Person drei Personen ist und drei Personen nur eine Person ist, ist eine Lehre, die dem Verstand und dem normalen Sinn entgegensteht. Also eine solche Formulierung, dass man von drei Personen spricht, aber die trotzdem wieder nur in einer Person drinnen sind, das konnten unsere Pioniere nicht verstehen. Gegen diese Sicht der Trinität haben sie sich dann gewehrt. Und doch ist es so, dass viele Christen und auch manchmal sogar Adventisten nicht irgendwo in der Gefahr stehen, hier so ein nicht konkretes Gottesbild zu haben. Für mich ist es immer interessant, um herauszufinden, ob jemand auch in christlichen Zusammenhängen, auch in unseren eigenen Reihen, das richtige Verständnis von der Gottheit Jesu hat und von der Gottheit, von der Trinität hat. Frage ich einfach, kannst du dir vorstellen, dass da auf dem himmlischen Thron doch Vater und Sohn zumindest einmal, und natürlich, wenn wir den Heiligen Geist dann noch haben, das werden wir das nächste Mal uns anschauen, als dritte Person, dass da drei nebeneinander sitzen. Und ich habe von vielen Glaubensgeschwistern immer wieder ein Kopfschütteln gehört, das kann man sich nicht so vorstellen, drei nebeneinander.
ja, dann merkt man schon, da ist ein Problem. Ich habe diesbezüglich auch einen Text gefunden in einer Sabbatschullektion im vierten Viertel auf 98 war das, auf Seite 27. Da stand, der christliche Glaube ist monotheistisch. Da haben wir dieses Problem des Monotheismus. Also nicht der Monotheismus, also wie wir wie den Juden verstehen und wie wir verstehen. Aber das steht hier, aber Jesus sprach zu seinen Jüngern, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dies weist darauf hin, dass es drei Personen in einer gibt. Und eine solche Formulierung ist schon sehr bemerkenswert. Drei Personen in einer Person, eine Formulierung in einer Sabbatschullektion, wo man merkt, da, das ist nicht das, wie wir Jesus und den Vater und den Heiligen Geist darstellen. Jesus ist ja nicht im Vater drinnen, sondern er ist zur Rechten des Vaters. Eine Darstellung, die wir also hier schon in Frage stellen müssen. In dieser Anmerkung dieser Lektion stand dann weiter, wenn wir, das war eine ausdrückliche Lektion über den Heiligen Geist. Und ich habe damals gemerkt, dass hier auch diese Lektion nicht dazu beigetragen hat, dass hier bessere Einsichten gekommen sind über diese Trinitätsfrage, sondern eigentlich noch mehr Verwirrung entstanden ist. Das habe ich damals auch in den Sabbatschullektionen meiner Gemeinde, da war ich gerade in Linz, wo ich das bemerkt habe. Wenn wir menschliche Personalität mit Gottes Personalität gleichsetzen, dann würden wir sagen, dass drei Personen drei einzelne Personen bedeuten. Aber dann hätten wir drei Götter und das oder Tritheismus. Also da ist wieder der Gedanke, wir können ja nicht drei Personen, drei einzelne Personen aus dieser Gottheit machen. Aber die historische Christenheit hat dem Wort Person, und jetzt kommt eine interessante Erklärung, aber die historische Christenheit hat dem Wort Person, wenn es für Gott benutzt wird, eine besondere Bedeutung gegeben. Also das ist jetzt eine Erklärung, die sehr verbreitet ist, dass man sagt, ja, wenn wir bei Gott von drei Personen reden, dann können wir nicht von drei Personen reden in der Form, wie wir Menschen von Personen reden. Was heißt das, nicht? Gibt es also nicht wirklich drei Personen in Gott, sind es nur, und da spricht man gerne von drei Erscheinungsformen. Gott erscheint in drei Formen. Einmal als Vater, einmal als Sohn und dann einmal dann wieder als Heiliger Geist. Und dann kommt auch diese Idee gerne heraus, dass Jesus eben nur vorübergehend eine eigenständige Person war, als er Mensch geworden ist. Aber wenn wir in den Himmel kommen, werden wir nicht drei Personen dort sehen. Das ist eine Vorstellung, die viele Christen haben und auch unter Adventisten habe ich das schon erlebt auch. Also das ist auch im katholischen Denken sehr weit verbreitet. Ich habe mir auch den evangelischen Katechismus etwas angeschaut und es ist auch sehr bemerkenswert, da bin ich dahinter gekommen, dass auch dort diese Idee von Vater und Sohn sehr stark in die Richtung geht, dass Jesus, der ein vom Gott geborener Sohn ist. Und da habe ich im evangelischen Katechismus folgenden Text gefunden. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater, in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren als Mensch, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat. Und hier begegnet dir einer Idee, die wir dann auch später bei den Pionieren, bei unseren Pionieren wiederfinden, dass Jesus nicht nur einmal geboren wurde, sondern zweimal. Einmal bevor er Mensch geworden ist, also schon im Himmel, irgendwo in Zeiten der Ewigkeit, und dann als er Mensch geworden hier auf dieser Erde. Und das ist eine Erklärung, die wir bei zum Beispiel auch Uriah Smith finden können, wo Uriah Smith damals geschrieben hat, also das ist vor 1800, um 1880 herum. Bibeltexte zeigen zwar, dass Christus ein Gegenstand der Anbetung gleich wie der Vater ist, sie beweisen jedoch nicht, dass er mit ihm eine ewige Existenz besitzt.
Das war noch der Glaube der frühen Adventisten. Uriah Smith, ein starker Vertreter dieser Idee. Und es ist eigentlich schade, dass viele Adventisten das gar nicht wissen, dass wir in unserer ursprünglichen Geschichte noch dieses Problem hatten, dass wir hier ähnlich dachten, wie es damals im Christentum zum Teil üblich war und zum Teil aber doch wieder sehr unterschiedlich war. Aber dass man grundsätzlich diese Idee hat und die auch im Katholizismus zu finden war, dass Jesus nicht von Ewigkeit her war. Er sagt hier, Uriah Smith, Gott allein ist ohne Anfang in frühester Zeitepoche, als ein Beginn sein konnte, eine Periode so weit entfernt, dass sie für unser beschränktes Denken als wirklich ewig gesehen werden kann, erschien das Wort. Also das heißt, das Wort war hier nach dieser Erklärung nicht von Ewigkeit her bei Gott, sondern irgendwo aus Zeiten der Ewigkeit ging es aus Gott hervor. Ihr erinnert euch, wir haben das letzte Mal gesehen, habe ich euch gesagt, dass das in der frühen Kirchengeschichte aufgekommen ist und das, was ich vorhin von Irenäus vorgelesen habe, das geht alles in diese Richtung. Das war noch der Glaube unserer Pioniere. Ein anderes Zitat von Uriah Smith, wo er sagt, dieses ungeschaffene, doch gezeugte Wort war das Wesen, das Fleisch geworden war. Und als die Zeit erfüllt war, unter uns wohnte, ja, sein Beginn war nicht wie der aller anderen Kreaturen in diesem Universum. Das wird in folgenden geheimnisvollen Ausdrücken gesagt. Sein eingeborener Sohn, der einzig Gezeugte des Vaters, ich bin vom Vater ausgegangen. Also diese Erklärungen, die biblischen Texte wurden dann so verwendet, dass eben hier Jesus buchstäblich als Sohn des Vaters im Himmel dargestellt wird. Und dann sagt Uriah Smith weiter, so kam es, dass durch irgendeinen göttlichen Impuls oder Prozess, aber nicht durch Schöpfung, nur der Allwissenheit bekannt und nur der Allmacht möglich, der Sohn Gottes erschien. Und dann existierte auch der Heilige Geist, der Geist Gottes und der Geist Christi, der göttliche Beistand und der Vermittler ihrer Macht und Stellvertreter beider. Also, wenn heute ein Adventist so etwas glauben würde, würde man wahrscheinlich aus der Gemeinde ausschließen. George Knight hat das in seinem Buch gesagt, dass mit so einem Glaubensbekenntnis keiner in der Adventgemeinde aufgenommen werden könnte. Und doch merken wir, das sind Zusammenhänge, die irgendwo aus dieser Kirchengeschichte herausgekommen sind. Und das ist sehr bemerkenswert, dass wir hier im Neuen Testament, und darauf möchte ich das nächste Mal eingehen, wir haben im ersten Korintherbrief einen interessanten Text in der Einleitung vom ersten oder entschuldige, ich glaube, der bessere Text ist noch im zweiten Korintherbrief. Ja, schlag doch mal den zweiten Korintherbrief auf. Und das möchte ich als Überleitung zu unserem nächsten Thema euch zur Überlegung vorlegen. Da beschreibt Paulus eine Einleitung, wie er in allen seinen Briefen immer wieder die Leute gegrüßt hat. Und da lesen wir in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also in dieser Aussage macht Paulus einen Unterschied zwischen Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann geht aber weiter und sagt, gelobt sei der Gott, sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Also einmal macht er einen Unterschied zwischen Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, den er dann als zweite Person darstellt. Und durchaus dann in dieser Göttlichkeit ihn dargestellt hat. Die Texte haben wir schon gesehen, dass Paulus absolut Jesus als den in der Fülle der Gottheit beschrieben hat. Aber wenn wir jetzt hier lesen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, da spricht er wieder, dass Jesus der Vater, dass Gott der Vater von Jesus Christus war. Und in dieser Formulierung gab es auch diese Problematik in der Kirchengeschichte, dass man eben dann diesen Vater
wörtlich genommen hat und ihn zweimal zum Vater gemacht hat, einmal ursprünglich, als er ursprünglich, bevor die Engel geschaffen worden ist, ist Jesus zum Sohn geworden und hat der Vater seinen Sohn gezeugt und dann, als er Mensch geworden ist. Und man meint, das hier auch aus diesen Texten vom Apostel Paulus so ableiten zu können. Ich würde euch raten, versucht euch diese Texte ein bisschen durchzuschauen, wo diese Texte vorkommen, wo Paulus vom Vater unseres Herrn Jesus Christus spricht. Und achtet darauf, in welcher Sprache er spricht und was die Zusammenhänge ergeben und was daraus trotzdem über das von Paulus gesagt wird und von den anderen Aposteln, was die Gottheit Jesu spricht oder betrifft. Und wir werden drauf kommen, dass auch wenn hier Jesus als oder wenn Gott als der Vater von Jesus Christus beschrieben wird, das nicht bedeutet, dass er wirklich einen Vater von Ewigkeit her dort irgendwo gehabt hat, sondern die gleichbleibende Göttlichkeit immer hatte. Aber es ist noch ein Thema, das uns dann weiterführen wird etwas und dann werden wir das Thema auch mit dem Heiligen Geist uns vornehmen, dass wir das mit aufnehmen können. Gut, wieder einige Informationen, die wir hier hatten, und ich hoffe, ihr konntet diesen Gedankengängen hier folgen und viel Information aus dem Hintergrund, aber ihr merkt, wie verworren eigentlich diese ganze Thematik in der ganzen Entwicklungsgeschichte schon war, wie hier Engelslehren in eine falsche Richtung gegangen sind schon in alttestamentlicher Zeit und wie das dann in die neutestamentliche Zeit hineingebracht hat. Und so hat das Judentum durch diese falsche Engelslehre ein falsches Gottesbild bekommen, ein falsches Verständnis von Jesus als Sohn Gottes und als zweite Person der Gottheit. Und die gleiche Entwicklung hat sich hier im Christentum abgespielt. Auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht alle Zusammenhänge für euch behalten könntet, aber die Idee wäre gut, wenn wir das hier so sehen können und das so verfolgen können, wie hier auch solche Dinge, über die wir normalerweise gar nicht so tiefergehend reden und uns damit auseinandersetzen, doch sehr ausschlaggebend waren für eine große Verirrung, die sich im Christentum über dieses Gottesbild und über dieses Trinitätsverständnis abgespielt hat. Gut, damit belasse ich euch wieder mit diesen Gedanken und ich hoffe, ihr konntet dem etwas folgen und damit auch weiter selber umgehen, auch im Gespräch mit anderen, dass wir diese Hintergründe kennen. Wie gesagt, Zitate und Unterlagen würden zur Verfügung stehen für alle, die das für sich weiter näher vor sich haben wollen. Gut, dann wollen wir noch abschließend ein Gebet sprechen und Gott danken für diese Zeit, die wir wieder verbringen konnten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diese Gelegenheiten, die du uns schenkst und für diesen Abend, den wir wieder haben durften, für diese Einblicke in die vergangene Geschichte des Volkes Gottes im alttestamentlicher Zeit und in neutestamentlicher Zeit. Wir erkennen, Herr Jesus, dass es wirklich Satan gelungen ist, viele Irrtümer, vieles durcheinander zu sehen und vor allen Dingen durch all diese Zusammenhänge von dir ein ganz anderes Bild darzustellen und auch von dir, Herr Jesus, der du uns Herr und Heiland geworden bist und in diese Welt gekommen bist. Und wir verstehen heute vielleicht mehr, warum es notwendig war, dass du damals gekommen bist, um für die Wahrheit zu zeugen und den Menschen das rechte Verständnis von der himmlischen Welt zu vermitteln, die notwendig ist, dass wir sie verstehen, um auch das rechte Verständnis für unser Problem zu haben, das wir auch in dieser Welt haben. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch weiterhin lenkst und leitest und dass unsere Gedanken immer tiefer auch dein Wort erforschen können und dass wir auch zu den rechten Ergebnissen kommen in einer Zeit, wo so viel Verwirrung gerade über diese Themen herrschen. In allen möglichen Bereichen. Hilf uns, dass wir auch anderen Menschen eine Hilfe und ein Segen sein können und dass wir einfach dein Wort als Grundlage für unser Verständnis belassen können.
hilf uns, das Recht zu deuten und Recht einzuordnen und auch das auszuräumen, was nicht hingehört, auch in unserem eigenen Denken und in unserem eigenen Leben. So danken wir dir, dass du uns auch weiterhin beistehen möchtest und segne uns jetzt auch in dieser Nacht, die wieder vor uns liegt. Und lass uns das nächste Mal wieder in Gesundheit beisammen sein. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich. Falls irgendwelche Fragen noch kommen, könnt mich auch gerne wie immer per E-Mail erreichen. Und sonst möchte ich es bei dem belassen, was wir bisher gesagt haben. Und studiert das Thema für euch weiter und wir werden das nächste Mal in unserem Thema weitergehen. Gut.